Ja, guten Abend miteinander. Es freut mich, dass doch so viele Leute hier sind. Es ist ein relativ spezielles Thema. Ich freue mich sehr, euch da Claudia Schreiber ankündigen zu dürfen. Für mich ist sie so die Person, die Ahnung hat in einem Thema, wo man normalerweise, ich bin Journalistin, kaum jemand findet, der Ahnung hat. Und zwar geht es so um diesen ganze Digitalisierungsfragen im Rechtsverkehr, also auch die Justiz will sich ja digitalisieren. Heute wird Claudia über das Thema sprechen, elektronisches Notariat in Nöten, ein Praxisbericht. Noch kurz zu ihrer Person. Vielleicht muss man sie in dieser Runde gar nicht vorstellen. Sie ist ja im Vorstand der Digi-Gesellschaft. Sie hat zuerst Agronomie studiert, hat dann nachher Juristerei gemacht, ist Spezialistin in Agrarrecht und auch in Strafrecht und eben auch sehr spezialisiert auf all die Fragen, wie digitalisiert man eigentlich den Rechtsverkehr? Ja, ich freue mich sehr auf dein Referat. Danke, Susanne. Genau, das elektronische Notariat in Nöten. Sie werden sich vielleicht gefragt haben, was ist überhaupt ein elektronisches Notariat? Sitzt da kein Notarin oder kein Notar mehr? Der Begriff ist wirklich ein bisschen komisch. Es ist einfach ein Versuch einer Annäherung an das, was im Notariat als mehr oder weniger elektronischer Geschäftsverkehr seit 10 Jahren praktiziert wird. Ich muss noch vorausschicken, ich bin selber nicht Notarin, also ich bin nicht direkt betroffen von dieser Geschichte. Ich mache Support und gebe Kurse für Notarinnen und Notare und kenne das Thema einfach so wie als Troubleshooterin. Aber selber bin ich nicht, ich bin da weder emotional in die eine oder in die andere Richtung angestrengt. Ich werde in 4 Teilen etwas zu diesem Thema sagen, zu diesem Statusbericht. Zuerst Komponenten, dann einige Zahlen, die Nutzerinnen- und Nutzerperspektive und dann noch der Ausblick. Vor 10 Jahren rund hat man in der Schweiz dasselbe versucht im Notariat zu machen, was man eigentlich in der Advokatur, also in der elektronischen Kommunikation zwischen Anwälten und Gerichten, Anwältinnen und Gerichten schon gemacht hat, nämlich gewissermaßen eine elektronische Übermittlung zu starten. Und die elektronische Übermittlung bezieht sich im Notariat vor allem zwischen Notar, Notarin und Grundbuchämtern und Notar und Notarin und Handelsregisterämtern. Ich muss auch noch vorausschicken, dass das Notariat in der Schweiz eine extrem heterogene, schöne Angelegenheit ist. Also wenn man ökologisch das anschauen würde, darf ich als Agronomin machen. Das wäre eine wunderbare Blumenwiese mit irgendwie 40 plus Arten und die Botaniker, die würden sich da auf den Knien rumkriechen und würden sich freuen. Und ich freue mich auch darüber. Ich finde das extrem interessant. Macht hat eine Auswirkung auf das, was ich erzählen werde. Was sind die Komponenten des elektronischen Notariats? Wir haben den Artikel 55 Schlusstitel ZGB, der mehr oder weniger sagt, das darf es überhaupt geben. Und dann haben wir diese berühmte EÖBV-Verordnung, die Verordnung über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen. Da gibt es auch noch eine Departementsverordnung dazu. Und diese Verordnungen, die regeln eigentlich 4 Arbeitsabläufe. Die elektronische Ausfertigung einer öffentlichen Papierurkunde, die Beglaubigung einer elektronischen Kopie eines Papierdokuments, die Beglaubigung einer elektronischen Kopie eines elektronischen Dokuments und die Beglaubigung eines Papierausdrucks eines elektronischen Dokuments. Es tut mir leid, es ist total einfach, oder? Die ersten 2 sind Papier zu elektronisch. Das dritte ist elektronisch zu elektronisch und das vierte ist elektronisch zu Papier. Ich werde dann nur noch E zu P und P zu E verwenden. Dann kommen wir klar. Ganz wichtig, die eigentliche Urkunde, Urschrift, die wird heute in Papierform erstellt. Es gibt heute keine in dem Sinne Urschrift oder Urkunde, die schon elektronisch wäre. Also der Start ist immer in Papierform und wir werden dann sehen, häufig das Ende auch. Und wie hat man das jetzt gemacht? Im Prinzip, und das kennen wir ja aus vielen Digitalisierungs- oder sogenannten Digitalisierungsprojekten, dass man analoge Workflows nimmt und dann die einfach so wie jede Komponente durch etwas Ähnliches Digitales ersetzt. Und das ist hier auch gemacht worden. Die eigenhändige Unterschrift Notarin, das ist die qualifizierte elektronische Signatur mit qualifizierten Zeitstempeln nach CRTS.
Wir haben den Siegelstempel, den Sie kennen, wenn Sie schon mal bei einer Notarin waren. Das ist die Zulassungsbestätigung mit dem Urkundspersonenregister. Und dann, und das, hier wird es dann wirklich, der Sack voll Geißenhörner kommt dann hier. Das Papierdokument wird mit einem elektronischen Dokument gleichgesetzt. Also man verwendet in der EÖBV nicht mal den Begriff Datei, sondern man sagt einfach elektronisches Dokument und macht im Prinzip wie die drei Affen so Ohren zu, Augen zu, Nasen zu. Wir sagen das einfach, das ist ein elektronisches Dokument und das wird beschworen, oder? Also das ist eigentlich der Mechanismus. Ich sage nicht, dass das irgendwie böswillig war oder so. Ich war 2018 auch an dieser EÖBV indirekt beteiligt. Und ich meine, man hat es einfach nicht, es braucht auch seine Zeit, bis man da durchblickt. Und ich will nur sagen, dass das überhaupt nicht alternativlos ist. Also gewissermaßen die Gleichsetzung eines Papierdokuments mit einer, und das wäre dann eine PDFA-Datei, also quasi dieses Konstrukt, ich habe dann statt einem Papierdokument ein File oder eben ein elektronisches Dokument, das ist nicht alternativlos, in Frankreich macht man so. Das ist der Akt Authentik in einem normierten, strukturierten XML-File und es gibt eventuell noch Beilagen in PDF-Form. Es versteht sich von selber, dass die Langzeitarchivierung einer solchen Datei viel einfacher ist als die Langzeitarchivierung einer, sagen wir, elektronischen Urkunde. Also in der Schweiz hat man diesen Weg nicht beschritten, sondern eben, sagen wir, den Dateiweg. Und auch die Begrifflichkeit wurde nicht wirklich überarbeitet, also man redet immer noch von Original im Papier, in der Papierwelt, was absolut okay ist, aber dann in der elektronischen Welt eben auch. Dann gibt es im neuen Notariatsdigitalisierungsgesetz gibt es plötzlich das elektronische Original oder da bricht Panik aus bei mir. Und genau gleich bei der Papierkopie gibt es dann eine elektronische Kopie. Und ich war irgendwie lange verwirrt, bis ich dann von Nassei, Mustertheorie der digitalen Gesellschaft, diesen tollen Satz gelesen habe, das Kopieren einer Datei, was ja eigentlich Duplizieren heißen müsste, erzeugt tatsächlich die Datei noch einmal, und zwar ohne jeglichen Fluss, wissen Sie alles. Die Kopie ist keine Kopie, weil sie mit dem Original identisch ist, das dann auch als Original verschwindet. Das heißt, wir haben im elektronischen Notariat, um nochmal diesen Begriff zu verwenden, keine Kopie, kein Original. Aber im analogen Notariat sind diese Begriffe extrem wichtig. So. Also der Nachbau gewissermaßen ist völlig gescheitert. Und ich habe am Notariatskongress 2022 mit einem Kollegen Fabian Mörtler aus dem Thurgau eine Auslegeordnung gemacht und wir sind wie zum Schluss gekommen. Eigentlich ist auch der Sinn und Zweck der elektronischen Geschichten ein völlig anderer geworden. Wenn das Papier, also wenn das Original, die Urkunde papierig ist und man sie in Verkehr bringen will, dann muss man ja wie ein Ersatzstück oder eine Ausfertigung machen, damit man die an jemandem anderen auch geben kann, weil das Papier nicht gleichzeitig hier und dort sein kann. Soweit alles klar. Also den Urkundeninhalt gleichzeitig an mehreren Orten verfügbar machen. Super. Bei elektronisch zu Papier, also ich habe eine elektronische Datei, ich drucke die aus und beglaubige die dann als Notarin, was ich ja eben nicht mache, weil ich nicht Notarin bin, da geht es ja dann gar nicht mehr darum, das in Verkehr bringen zu erleichtern, weil ich könnte ja schon das Elektronische einfach duplizieren und rumschicken. Es verschwindet ja bei mir auf dem Computer nicht, wenn ich es verschicke. Und bei E zu E ist es noch viel, das ist die Konvertierung, oder? Das ist überhaupt nicht die Frage des in Verkehr bringen, sondern hier geht es einfach nur, dass man Eigenschaften einer Datei, gewisse Eigenschaften in ein anderes Format konvertieren muss, weil man einen Dateiformat Numerus Clausus hat im elektronischen Notariat mit PDFA 1A, 1B, 2A, 2B. So. Also eigentlich ist der Gegenstand der Beglaubigung, der Sinn und Zweck der Beglaubigung ein völlig anderer geworden. Also man hat etwas nachbauen wollen, aber eigentlich hat man etwas völlig Neues geschaffen. So. Gewissermaßen als Nebeneffekt. Und wenn wir weiterschauen, oder die Herstellung dann, das ist ja völlig klar, das erste ist eine Kopie, das zweite ist ein Scanning-Vorgang, Druckvorgang und Dateikonvertierung. Die Original-Kopielogik können wir vergessen, die gibt es nicht mehr. Und jetzt wird es eben interessant,
weil die ÖBV sagt, das Verbal, also das ist quasi der Kommentar, den der Notar bei der Beglaubigung die Notarin hinschreibt, die sagt bei der ÖBV, der Notar, die Notarin soll bezeugen, soll beglaubigen, dass eine Übereinstimmung vorhanden ist. Gewisse Kantone schreiben doch eine genaue Übereinstimmung, oder? Jetzt, wenn man aber eine Datei verändert, um sie zu verändern und gleichzeitig eine Übereinstimmung beglaubigen will, dann wird es schwierig, oder? Also beim Scan P zu E, logischerweise fügt man Inhalte hinzu. Es kann keine Übereinstimmung sein. Bei E zu P, man druckt es aus, zwangsläufig entfernt man, jedenfalls wenn man einfach so Happ-Clap ausdruckt, entfernt man gewisse Inhalte. Also ist allen klar, was das für Inhalte sind. Dateimetadaten, irgendwie versteckte Inhalte, weiße Schrift auf weißem Hintergrund und so weiter. Bei E zu E-Konvertierung ist auch eine inhaltliche Veränderung, ist also auch keine Übereinstimmung vorgesehen. Und dann wird es noch schlimmer, oder? Beim Scan haben wir den OCR-Layer, der sich drüber legt. Und der ist bis jetzt bei diesen Beglaubigungen wie völlig unter das Eis geraten. Also die Notarinnen und Notare schreiben zwar, stimmt überein, aber sie sagen nichts zum OCR-Layer und die meisten prüfen den auch nicht. Also theoretisch könnte ein File, das hergestellt worden ist von einer elektronischen Ausfertigung, eine Urschrift, könnte einen russischen OCR-Layer oder kyrillische Zeichen enthalten und dann die Notarin, Notare würde sagen, stimmt genau überein und das wäre dann eigentlich laienhaft ausgedrückt, ja, eine Beurkundung eines Sachverhalts, der so nicht stimmt, oder? Interessanterweise wird auf den Handelsregisterämtern und auf den Grundbuchämtern dann trotzdem, da sagen sie, ja, wir kopieren die Unterlagen, die Informationen aus der Ausfertigung, aus der elektronischen, und dann holen sie ja trotzdem die Informationen aus dem OCR-Layer, obwohl der eigentlich nicht Teil der Beglaubigung ist. Hier nochmal, also das wissen Sie alle, oder? Eines der Probleme ist, dass man bei der ÖBV wieder davon ausgegangen ist, ich mache eine Datei auf, ein PDF, PDFA, und das, was bei mir am Bildschirm erscheint, das ist die Datei. Das ist gewissermaßen die Wunschvorstellung, die hinter der ÖBV steckt. Und wir wissen, dass das nicht stimmt, oder? Weil es muss nur ein schlechter PDF-Viewer sein, der zeigt gewisse Dinge schon mal gerade gar nicht. Plus haben wir alle Dateimetadaten und so weiter. Also die PDF-Dateien werden in diesem Konzept eigentlich gleichzeitig total überschätzt und total unterschätzt. Also man tut ihnen auf jeden Fall Unrecht. Und das wäre alles kein Problem, wenn die ÖBV nicht sagen würde, der Notar oder die Notarin redet von einer Übereinstimmung, oder? Es ist eigentlich nur das Problem, dass gewissermaßen die Notarinnen und Notare aufgefordert werden, eine Übereinstimmung zu beglaubigen, die es nicht gibt. Und das Gleiche haben wir beim E-zu-E-Vorgang, also Dateikonvertierung. Es kann keine Übereinstimmung sein. Wenn ich ein PDF in ein PDFA konvertiere, dann verliere ich zwangsläufig Elemente, weil das einfach nicht der gleiche Dateityp ist. Genau. Und wir haben dann versucht darzulegen, wie eigentlich so ein korrektes Verbal aussehen würde, haben das mal so skizziert und sind dann zum Schluss gekommen, eigentlich ist das gar nicht eine Beglaubigung einer Übereinstimmung, sondern das ist eigentlich eine Feststellungsurkunde. Also ich bekomme als Notarin eine Datei und dann sage ich mal, Herr Schwert, sowieso, sowieso. Ich schreibe alles auf, mehr oder weniger, was ich an Eigenschaften von dieser Datei erkennen kann. Also irgendwie, die hat noch ein TXT eingebettet und so weiter und so fort. Und dann fängt die Notarin an zu bescheinigen. Wenn sie jetzt das Ding ausdrucken und beglaubigen muss, dann drückt sie es aus, sagt, wie sie es ausgedruckt hat. Und dann am Schluss kommt die lange Liste der Eigenschaften, die nicht geprüft und nicht Teil der Beglaubigung sind, oder? Und die Liste ist dann sehr lang. Und es fragt sich natürlich dann, also erstens kann man das nicht zu einem Beglaubigungstarif machen, zweitens ist es nicht in dem Sinne eine Übereinstimmungsbeglaubigung, wie man das eigentlich vorgesehen hat mit der ÖBV. Das heißt, Fazit zu diesem Teil, die ÖBV ist wirklich ein interessanter Versuch gewesen, der dann aber irgendwie einfach in einem anderen Resultat resultiert ist, als man das geplant hatte.
kurz zu, was macht die Notarin und was braucht sie, um solche solche Arbeitsschritte durchzuführen. Sie braucht zwischen 10 und 15 Passwörter, ein Smartphone, 2 YubiKeys, ein Zertifikat, ein qualifiziertes elektronisches Zertifikat. Sie braucht Tools also das hört nicht mehr auf, oder wenn wir diese Inbetriebnahmen machen, dann sage ich jetzt mal einen Passwortmanager installieren, sonst kriegen wir das nie hin, oder? Und der Witz ist, dass alle diese Systeme miteinander kommunizieren müssen. Nur dann kann die elektronische Eingabe effektiv gemacht werden. Das heißt, wenn das BIT dem UPREG nicht sagt, dass es ein Zertifikat ausgewechselt hat, geht nicht mehr im Notariat bei den elektronischen Eingaben. Wenn das Swisscom-Zertifikat aussteigt, auch nicht. Das DigiCert auch nicht. Also ganz viele Systeme müssen miteinander reden können. Wenn die nicht miteinander reden, ist offen aus. Und insgesamt, also wenn man, das ist jetzt nur eine Zusammenfassung, was dann die Notarin macht, oder das sind ja zwischen 15 und 20 Klicks, bis eine Datei so zu gewissermaßen präpariert wurde. Dann hat man pro Anmeldung 4 bis 5 Dateien, die unter Umständen auch noch anders behandelt werden müssen. Also irgendwie die Arbeitsteilung wird teilweise auch aufgehoben, weil Dinge, die vorher die Assistenten gemacht haben, müssen dann die Notare machen und umgekehrt. Also es ist wirklich 15 Klicks später hat man dann etwas. Und das schlägt sich dann auch in den Zahlen nieder. Ja, ich weiß, es ist bald 35. Das schlägt sich in den Zahlen nieder. Ich überspringe einige Folien. Also wenn man wissen will, wie häufig das die EBV angewendet wird und wie beliebt das System ist bei den Notarinnen und Notaren, kann man das Urkundspersonenregister konsultieren, weil jedes Mal, wenn ein Notar oder eine Notarin einen Siegel macht, einen elektronischen, dann holt er diese Zulassungsbestätigung beim Bundesamt für Justiz ab und zahlt 2 Franken dafür. So, ganz kurz nur, Sie sehen die Kantone, wie hoch ist der Anteil der im UPREG eingetragenen Notarinnen ausgewählten Kantonen? Da ist nur im Kanton Waadt bei 100%. Warum? Ein Obligatorium für Grundbuchanmeldungen. Dann haben wir klar Kanton Aargau und Kanton Bern, wenn wir den Kanton Waadt weglassen, als die Kantone, die am meisten machen. Ich muss das überspringen ein bisschen wegen der Zeit. Wie viele Zulassungsbestätigungen wurden im 2023 effektiv abgeholt? Das sind 70.000 mit dem Kanton Waadt und 25.000 ohne den Kanton Waadt. Das ist extrem wenig, oder? Das kann man sagen. Wenn man dann noch schaut, im Kanton Zug sind zum Beispiel sehr viele Notare im UPREG eingetragen. Aber wie viele Zulassungsbestätigungen holt der Zuger Notar? Es ist irgendwie 0,3 oder so. Weiter bei den Zahlen. 362 Notarinnen sind eingetragen und 129 davon, also 35%, haben nie im 2023 eine Zulassungsbestätigung abgeholt. Genau. Und jetzt noch zu den Nutzerinnen und Nutzern ganz kurz. Das, was die Notarinnen und Notare spüren, ist, dass es eine erhebliche Diversität gibt. Es gibt Handelsregister und Grundbuchämter, die sind geübt darin und es gibt solche, die kriegen die Dateien nicht mal auf. Die Handelsregister und Grundbuchämter, ich habe eine kleine Umfrage gemacht, die bemängeln vor allem, dass sie alles wieder manuell erfassen müssen. Also da werden zwar XML-Daten rübergespült, je nach Anmeldesystem, aber weil die häufig fehlerhaft sind, können sie diese nicht verwenden und dann schreiben sie es wieder ab, eben aus dem OCR-Layer. Viele drucken die elektronischen Eingaben aus, machen eine elektronisch zu Papierbeglaubigung und einige scannen sie danach auch wieder. Nicht alle, aber einige. Es gibt Kantone, die gar nie eingestiegen sind, weil sie rechtliche Bedenken haben. Sie sagen, die gesetzliche Grundlage der EÖBV, das geht gar nicht, der Bund ist gar nicht zuständig. Und da kann man schon darüber diskutieren, oder? Und von Notarinnen und Notarenseiten kommt vor allem der Hinweis, früher, also bei den Papieranmeldungen kann man relativ schnell, wenn ein kleiner Fehler passiert ist, eine Korrektur machen, ohne dass es eine Rückweisung des Geschäfts gibt. Bei den elektronischen Anmeldungen gibt es immer eine Rückweisung des Geschäfts.
Das ist natürlich schlecht. Die Fehleranfälligkeit der Systeme, Arbeitsteilung Notarin, Assistentin ist ein Thema. Und dann, wenn man überforderte Behörden supporten muss als Notar, dann wird es wirklich eklig und da bin ich häufig involviert, weil ich dann anrufe und sage, schauen Sie, jetzt machen Sie die PDF-Datei und so weiter. Und die Heterogenität bei den Anforderungen Handelsregister, Ämter. Ja, genau, jetzt... Ich stelle dann die Präsentation online. Ich habe eine Umfrage gemacht und die Rückmeldungen sind wirklich entzückend. Lesen Sie das mal durch, es ist wirklich schnusig. So. Der Ausblick. Wir haben das neue Bundesgesetz über die Digitalisierung im Notariat. Es regelt die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden. Also das, was bisher nur in Papierform möglich ist, ist neu elektronisch möglich. Die Kantone können ein Obligatorium vorsehen. Ich weiß nicht, wer von den Kantonen so etwas wagen würde im Moment. Und dann selbstverständlich der Erhalt der öffentlichen elektronischen Urkunden. Da wird eine dauerhafte Aufbewahrung, also irgendeine Form von Archivierung vorgesehen. Und dann gibt es auch noch die Papierausfertigung von öffentlichen elektronischen Urkunden. Außerordentlich spannend, auch wenn ich jetzt übertreiben würde, wenn ich sagen würde, ich habe alles verstanden. Aber bevor wir zur offenen Fragerunde gehen, eine Frage, was ist deine Prognose und was würdest du tun, wenn du regieren dürftest? Also ich bin froh, dass ich nicht regieren darf. Also ich frage mich, ob man diese Partabhängigkeit von Gleichsetzung von Papierdokument und Datei, also das war ja wie ein Entscheid mal. Man hat gesagt, man geht nicht in die gleiche Richtung, wie man es in Frankreich gemacht hat, sondern man geht in Richtung dieser quasi eine Datei gleich ein Stück Papier, was ja hinten und vorne nicht stimmt. Ich denke, das ist so wie einfach eine fatale Entscheidung, weil auch die elektronische Langzeitarchivierung von PDF-A-Dateien, die mit also qualifizierten elektronischen Signaturen und Funktionsnachweisen versehen sind, das ist gar nicht banal, oder? Also ich denke, da müsste man vielleicht doch mal einen Schritt zurück machen und sagen, okay, aber vielleicht wollen wir doch eher strukturierte Daten, wie das jetzt Frankreich. Also das wäre so vielleicht ein Punkt. Ich habe das Gefühl, hier kann man eigentlich nicht mehr viel. Also zurück auf Feld 1 eigentlich. Ja, nein, das ist technisch, nicht unbedingt technisch. Es wäre aber nicht Feld 1, weil wir ja ganz viele Dinge jetzt in den letzten 10 Jahren eigentlich erfahren haben, spannende Dinge. Also ich, ja, oder? Also ich finde das nicht eine Lachnummer, weil alle Beteiligten haben ja okay, aber alle Beteiligten haben ja überlegt und haben, also es ist ja nicht irgendwie, also es waren ganz viele engagierte Leute involviert, oder? So, also das muss man einfach auch festhalten. Ja, Fragen. Ja, oh, sorry, ich möchte gerne eine Runde aufmachen, da hinten hat es ein Saalmikrofon. Gibt's Fragen? Ich hoffe, ja. Ja. Was wäre denn nötig, um zu einem maschinenlesbaren, strukturierten Format zu kommen? Neue Gesetzgebung und dann Standardisierung von Formaten oder wie einfach ist das? Ja, also wenn wir die Minute, den Akt Authentique anschauen, oder, dass mehr oder weniger der Unterschied zum Schweizer System ist ja einfach, dass der quasi der Text der Urkunde, Frau X hat am so und so viel, dann etc., dass das einfach ein Flat-File-Text ist, der noch irgendwelche Eigenschaften im XML drin hat und der dann in einem Paket jetzt in Frankreich in einem Paket hashwertmäßig erfasst wird und mehr oder weniger eingelagert wird. Also man müsste vielleicht gar nicht mal, also man würde logischerweise, wenn man das machen würde, wenn man von diesem Dateigleich Papierlogik wegkommen würde, die EÖBV wäre dann eine Anekdote, oder? Aber es wäre eigentlich, also das ist nicht, ich stelle mir das nicht komplizierter vor als das, was wir jetzt haben. So. Ja. Vielen Dank für einen kurzweiligen und sehr kompetenten Vortrag. Danke. Lässt sich vor diesem Hintergrund etwas über Justitia 4.0 oder die Erfolgsaussicht? Wenn Sie den nicht gebracht hätten, dann hätte ich Ihnen, weil ich habe ja Ihre Moderation gesehen bei Justitia 4.0.
Ja, ich meine, bei Justitia 4.0 läuft es im Moment, wenn es nach dem Willen... Muss man vielleicht ein Wort sagen, was Justitia, oder wissen das alle hier im Saal, Justitia 4.0? Die PDFisierung der Schweizer Justiz. Und zwar von allem, also auch von Es gibt zwei, also wenn wirklich das, was ich nicht hoffe, durchgesetzt wird, dass ein Dateiformat Numerus Clausus kommt, wo man dann nur PDF-Dateien eingeben kann und PDFA oder nicht die PDFs, wo man etwas anderes reinpacken kann, dann laufen wir dort wie in eine ähnliche Situation rein. Nicht wirklich vergleichbar, aber von der mangelnden Fantasie her, was eigentlich Digitalisierung sein könnte und ist, wäre das etwas Ähnliches, glaube ich. Nicht wirklich vergleichbar, aber einfach quasi so der kleine Horizont. So. Also von Anfang an eigentlich falsch gedacht. Das würde ich nicht so sagen. Also im Becki, im Gesetz, ist ja jetzt zum Beispiel kein Dateiformat Numerus Clausus drin, oder? Also dort ist im Moment noch alles möglich. Es ist, was mir als Parallele auffällt, ist einfach, dass es gibt Leute, die reden extrem viel und begeistert von Digitalisierung, und wenn man dann mit den effektiv spannenden Fragen der Digitalisierung kommt, dann klappen sie zu wie eine Muschel oder so. Ah nein, Entschuldigung, aber so haben wir es nicht gemeint. Es muss einfach sein, effizient und gewissermaßen ja. Bitte unser schönes Narrativ von es wird alles besser nicht stören, oder? Das sind vielleicht diese Parallelen. Wir hätten noch Zeit für eine Frage. Ja, wie sehen Sie, Entschuldigung, wenn Sie schon am Mikrofon stehen, was sind denn aus Ihrer Sicht die Parallelen? Ich kenne es viel zu wenig. Ich habe die Moderation gemacht und das war eine Marketingaktion. Ich wurde eingeladen zu moderieren, weil von mir erwartet wurde, dass ich eventuell eine Ahnung davon habe, aber die Ahnung liegt wirklich auf der Technik und nicht bei der Juristerei. Hoffentlich haben die viel gezahlt. Ja, andere, ja, sehr gerne. Bei den Dateiformaten, so flacher Plaintext ist hier ja auch relativ unstrukturiert. Wird sich da nicht anbieten für die Sachen, die wirklich Dokumentencharakter haben, dann Plaintext-basierte Formate wie irgendwie Markdown oder ASCII-Doc zu verwenden? Und für die Sachen, die wirklich Transaktionscharakter haben, wirklich strukturierte Daten, mit denen man die Transaktion quasi maschinenlesbar hat. Absolut. Weil, oder die PDFs, die jetzt als quasi Urkunden, auch mit dem neuen Gesetz, die jetzt als Urkunden kommen, oder? Ich meine, dass auch wenn PDFA jetzt mal ein bisschen noch eingeschränkter ist in der Funktion, es ist immer noch ein super komplexes und spannendes Dateiformat. Und es wird einfach so grandios unterschätzt, oder? Ich meine, schon nur den OCR-Layer oder die verschiedenen OCR-Layer. Ich meine, das, ja, ist einfach ein ungelöstes Problem. Ist der Teil der Beglaubigung, ist er nicht Teil der Beglaubigung? Also, ich finde das Format PDF, je länger ich mich damit auseinandersetze, nicht als geeignetes Format. Auch weil eben so viele falsche Vorstellungen damit verbunden sind. Ich meine, in Deutschland hat letztlich ein Gerichtshof gesagt, ja, das PDF sähe auf jedem Computer gleich aus. Man sagt, ja, schön wäre es, oder? Aber es ist einfach nicht so. Aber absolut, ja. Danke. Ja, ich denke, sind da keine Fragen mehr. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen außerordentlich spannenden Input. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Großen Applaus für dich. Danke. Dankeschön.